Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Subnautica. Wir sind hier wieder bei einem Wrack angekommen. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier schon mal zugegen waren oder nicht. Aber wir looken mal gleich. So, ich parke mich, glaube ich, mal so hin. Ein bisschen drüber, hier so vielleicht. So. Dann schauen wir mal. Hier haben wir schon mal Teile eines Scannerraumes. Also Titan für uns, weil das haben wir ja schon. Hallo. Metallschrott, ein Ohr. Metallschrott. Bioreaktor. Ne, Magnet. Autsch, autsch, autsch. Raus hier am besten, gleich schnell. So. Mistviech. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dann gucken wir mal. Scannerraumfragment wieder. Also die Tarnung für uns. Könnte sein, dass ich hier schon mal war. Dass die Gefahr bestünde halt immer. Metallschrott brauche ich nicht. Was haben wir hier noch Feines? Nichts Feines. Dann werden wir mal kurz Luft holen gehen und uns mal das Wrack hier anschauen. Hier haben wir schon mal ein fettes Loch drinnen. Das ist aber nicht von uns. Meine ich. Also mal kurz Luft holen. So. Dann. Au. Werde ich mal kurz... Aha, da oben geht's auch weiter. Okay, da ist ein bisschen was zu entdecken. Da werde ich mal kurz auf der Seite hier mein Glück versuchen. So. Kann sein, dass ich hier schon mal war, wie gesagt. Okay. So. Mein Scannerchen auspacken. Da kann man aufmachen, okay. Ich sollte vielleicht auch meine Taschenlampe auspacken. Nein, hier war ich noch nicht. Okay. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wandpflanztopf, okay. Schön. Ja. Dann haben wir hier mit unserem Laserlein. So. Bisschen Arbeit. Ich mag den neuen Tauchanzug. Beziehungsweise Tauchanzug ist falsch. Die neue Taucherflasche. Sehr gut. Ich glaube aber... Ich werde noch vorher Luft holen gehen. Ist glaube ich nicht verkehrt. Oh, was sind wir hier denn? Hier denn schon wieder? Ah. Ist auch ein Fragment, mobile Fahrzeugstation. Okay, da komme ich immerfort jetzt quasi im Kreis herum. Oh mein Gott, ist das groß. Seemötchen. Ja, ja. Einmal Luft holen. Okay. Licht machen, damit ich weiß. Ich schau noch ein bisschen näher ran. Ich hoffe, das hilft. So, in der Hoffnung, dass ich dann hier leichter wieder rein und raus finde. So. Okay. Ich sollte streng gesehen eigentlich... Was haben wir hier? Von der Fahrzeugstation. Das wollte ich sagen. Ich sollte eigentlich die Taschenlampe auspacken, ne? Batterieladestation. Eine BTA-Geschichte. Nein, doch nicht. Was anderes. Alles hatte ich schon. Zyklop-Dingsbums wahrscheinlich wieder. Gottes Willen. Okay, jetzt brauche ich eine Lampe. Jetzt brauche ich sie. Ich sehe gar nichts mehr. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Okay. So. Hier ist soweit nichts, oder? Keine Tür, gar nichts. Kann ich wieder rauf, eigentlich. Wenn ich das jemals wieder schaffe. So, jetzt. Hoppala. War das denn
Aha, Fahrzeugstation. Destilliertes Wasser. Batterieladestation Fragment. GTA-Dingens. Fahrzeugerweiterungskonsole. Schubkanone. Versorgungsgeschichte. Okay. Fahrzeugstation. Gut, ich muss hier wieder weg. Ich brauche dringend Luft. So. So. Hier durch. Hier durch, hier durch. Luft holen. Gottes Willen. Ich glaube, das ist wieder dieses Riesenviech. Oh, war ja. So, und nochmal. So, nochmal die Lampe. Batterien habe ich eh genug mit. Und nochmal darunter. Rauf geht's ja dann. Hoppala, lass mich durch. So, nochmal hier runter. So. Was haben wir denn hier? Schubkanone. Hier auch? Schubkanone, ja. Schubkanone, 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 Schubkanone. Okay. Mehr schaut hier nicht aus. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Modifizierungsstation Fragment brauche ich nochmal auch nicht mehr. Habe ich auch schon, wollte ich sagen. So, dann sind wir hier eigentlich fertig. Schubkanone können wir ja auch schon. Das Lamperl können wir auch schon. Schubkanone. Jo. Ist soweit hier dann nichts mehr. Batteriegeschichte. Jo. Gut. Lampe. So, dann schauen wir mal. Gibt es hier dann noch wo einen Raum? Schaut nicht aus. Da es hier dann auch nicht weitergeht, wäre es dann hier die nächste Möglichkeit. Gut. Gehen wir nochmal Duft holen. Ah, was haben wir da? Laserschneider. Okay. Den haben wir auch schon. Den haben wir auch schon. Laserschneider-Fragment. So, einmal Luft holen. So. Dann nochmal raus, nochmal rein. Und zwar diesmal hier lang. So, hier haben wir das auch schon. Das Teil, ne? So, hier runter. Okay. Hier geht's eigentlich nur raus. Metallschrott. Was haben wir da? Seemottenfragment. Seemotte. Bioreaktor. Schade, kein Mehrzweckraum. Oxygen efficiency decreased. Ja, ja. Also noch ist hier kein Mehrzweckraum dabei. Jetzt brauche ich ganz schnell meine Motte. Wo ist denn jetzt? Da drüben. Und einen anderen Eingang. Beziehungsweise könnte es sein, dass wir den eh schon hatten. Die anderen Eingänge, Ausgänge, wie auch immer. Aber ein bisschen umschauen müssen wir uns. Da unten wäre es vielleicht noch ein bisschen interessant. Da war ich, glaube ich, schon. Da oben. Wow, da war die PTA, glaube ich. Hier hinten wäre noch was. Aua. Oh. Da war ich noch nicht.
So. Da war ich noch nicht. Geht aber... Super. Lol. Geht eh nicht wirklich. Na, würdest du jetzt bitte die Batterie nachladen? Danke. So. Mhm. Ah, hier hoch. Ach so, ja, okay. Da waren wir dann, glaube ich, schon. Ja, ja. Okay. Okay. Sind wir scheinbar hier auch schon fertig? Dann sind wir hier auch schon fertig. So, den haben wir angeschaut. Passt. Sehr gut. Hier gibt es scheinbar nur Seemottenfragmente nur noch. Und noch nichts für einen Mehrzweckraum. Wie mir scheint. Gut. Noch einmal einen kurzen Blick. Das sieht schon dann nur aus wie Metallschrott. Richtig. Gut. Dann wären wir hier fertig. Hier ist dann wohl auch nichts. Metallschrott. Na. No, no. Seemottenfragment. Noch mehr Metallschrott. Na, schaut nichts aus. Was uns helfen könnte. Dann wären wir hier mit dem hier fertig. Gut. Dann einsteigen und weiter umschauen. So, hier hätten wir ein bisschen Salz in der Tat. Platz hätte ich sogar noch. Trinken werde ich jetzt mal was. Haben wir eh so viel. Könnte ich theoretisch das Salz tatsächlich mitnehmen. Zumindest das eine hier. Wow. Boing. So. Gut. Dieses... Au. Das hätten wir jetzt mal fertig. Dann suchen wir uns das nächste. Da drüben ist ja was komisches. Das wäre eine Rettungskapsel. Achso, das ist eine Rettungskapsel. Okay. Ich dachte gerade, hä? Das schaut so komisch aus. So, waren wir denn hier schon? Ein Stapler hätten wir mal da schön liegen. Kann man den auch schon? Kann man den auch scannen? Nö. Ich dachte nur. So, den Tisch haben wir schon, den Glastisch. Eine Tür. Scannerraumfragment. Jetzt finde ich die zuhauf, ne? Wenn ich einen Mehrzweckraum haben will, kriege ich jetzt haufenweise von dem Scannerraum, ne? Frechheit. Absolute Frechheit. Schnell mal hier rein. Oh, und die Leviathane. Rein und raus. Gut, hier ist auch nichts Besonderes. Was hätten wir hier noch? Nichts Besonderes. Nur ein Müllkübel. Dann dürfte ich hier schon gewesen sein. Da dürfte ich schon gewesen sein. Metallschrott. Jo. Da ist nochmals für den Scannerraum was. Blub, blub. Gut, nichts Besonderes. Dann zurück zu meiner Motte. Und weiter. Muss man ja alles nachkontrollieren hier, ne? Bei meiner Schusseligkeit. Tja, nächstes. Wäre mal gut, fast aufzutauchen. Um zu schauen, wo wir hier sind. Weil ich möchte mich nicht zu weit von der Aurora entfernen. Weil mein Bauchgefühl sagt mir halt, ja, Zocki, schau dich mal genauer um die Aurora herum um. Vielleicht
mit einem Zyklop, also ein Teil davon, hat sie schon super funktioniert. Vielleicht ist uns das Glück hier noch weiterhin hold. Wäre super. Als wäre ich echt mal auftauchen, glaube ich. Um mich ein bisschen zu orientieren. So. So. Da ist unser Zuhause. Aurora ist da drüben. Okay. Also mehr in dem Bereich hier. Kann ich das irgendwie markieren? Ja, könnte ich mir merken. Rechts von unserer Rettungskapsel. Kann ich mir einigermaßen merken, so. Rechts von der Rettungskapsel. Gut. Such, such. Ist wieder sowas von den Aliens, ne? Das ist echt... echt was Komisches. Und die Teile hier machen mich auch Tauchdockfragment. Ich weine dann bald mal, gell? Nur, dass ihr wisst. Ich weine dann bald mal, weil das war alles vor meiner Nase. Verstehst? Es ist halt hoffnungslos. So, ich nehme das Salz noch mit. Oh, ich wollte mal meinen... Warte. Ja, ja. Warte einen Moment, ich muss da was reparieren. Das schaut nicht sehr gut aus. Unser armes, unsere arme Motte. So. Gleich bist du gesund. Sehr gut. So. Dann gucken wir mal weiter. Zwischendurch werde ich auch mal wieder ein bisschen auftauchen müssen, um zu schauen, wo ich bin. Ja, guten Tag. Ah, da sind wir schon wieder so weit unten, dass wir hier die Vulkane merken. Ich denke mir halt wirklich, hier wäre ein perfekter Platz, um sowas wie einen Mehrzweckraum zu verstecken, unter Anführungszeichen, ne? Weil sie halt wirklich sehr tief unten ist und gefährlich. Oh, bei der Kapsel waren wir auch schon bei der 12er. Ja, ich glaube schon. Ja. In der Tat. Stimmt, da war sie so gefährlich. Tja. Ich werde mal kurz auftauchen, um zu schauen, wo ich bin. Die Aurora müsste hier irgendwo sein. Wahrscheinlich direkt unter uns und dann wumm. Über uns, so. Unter uns, ja. Wumm, hau ich mir die Birne an. Mal schauen. So. Ich sehe nichts. So, wo sind wir denn da? Okay. Gut, also die Richtung. So. Könnte natürlich auch sein, dass da Mehrzweckraum auf der anderen Seite des Planeten ist. Keine Ahnung. Bei meinem Glück. Ich möchte trotzdem mal zuerst ein bisschen mich um die Aurora herum umschauen. Vielleicht habe ich ja echt schon so ein Wahnsinnsglück und ich... Oh mein Gott. Bin auf der richtigen Spur. Habt ihr den Schatten gesehen? Der wird gleich brüllen wahrscheinlich. Boah, von dem Viech habe ich echt Angst. Der hat uns so zugesetzt. Verfolgt er uns? Na, da oben schwimmt er. Dann kannst du doch nicht scannen, diesen Mistding.
Ich hoffe, dass es da mit den Dingens leichter ist. Habe ich das Licht ausgeschalten? Ich hoffe, dass es da mit den Zyklopen, wenn man eines Tages haben sollte, leichter ist, solche riesen Monster zu scannen. Da wird doch sicher so eine mobile Scan-Station dabei haben, hoffe ich. Das wäre echt hilfreich. Aber ungeschützt kannst du zur Beste nicht scannen, glaube ich. So. Ja, es ist momentan ein bisschen langweilig für euch. Tut mir sehr, sehr leid, aber ich muss die, ich will das haben. Ich muss die Dinger finden. Das gibt's ja nicht. Dass das nicht möglich sein könnte oder sollte. Vielleicht ein bisschen in die Richtung. Ja, das Licht könnte ich eigentlich auch schon langsam wieder einschalten. Hier haben wir zumindest ein paar Metallteile, aber ich glaube, das ist alles nur Schrott, ne? Hm. Oh Gott. Das Blubbeln ist nicht so angenehm. Das Brodeln hier. So. Jetzt sofort lädt wieder. Lädt. So, ist gut. Schauen wir uns dann hier halt noch ein bisschen um. Da herüben wäre zum Beispiel schon wieder was. War ich hier schon? Könnte sein. Dass ich hier schon mal war. Hm, eine Rohrkoralle. Das wäre auch nicht schlecht. Ich habe halt keine Ahnung. Das schaut mir ehrlich gesagt noch nichts aus. Hm. Das ist auch eigentlich nichts. Das sind nur Einzelteile. Ne? Aha, da waren wir schon. Da waren wir schon mal. Was ist das? Das ist jetzt auch Energietransmitterfragment. Okay. Ich glaube, das ist was zum Scannen für uns. Bauplan Energietransmitter. Ja. Siehst du, der hat sich schon ausgezahlt. Hier reiner Metallschrott? Ich glaube. Schrott ist nicht immer Schrott. Das hier dürfte normaler Schrott sein. Und das ist wieder wahrscheinlich so ein mobile Fahrzeugstation-Dingens oder so. Schubkanone. Und Schrott, ne? Ja. In der Nacht ist halt besonders schwierig, was zu finden. Ich könnte mir auch gut vorstellen, bei meinem Glück, dass der Mehrzweckraum lauter Einzelteile ist, die irgendwo verstreut sind. Das könnte ich mir richtig lebhaft vorstellen. Hier was zu finden ist halt auch. Nö. Ja, ja, du mich auch. Upsa. Upsa, langsam. Aha. Okay, schauen wir mal, ob das was zu bedeuten hat. Nein. Nix. Haben wir hier irgendwas? Das dürfte nur normaler Schrott sein. Hm. Ah, ja, Metallschrott.
schaut auch nichts Besonderes aus. Dafür da herüben. Sofern ich hier noch nicht war. War langsam, langsam, langsam. Nicht so stürmisch. Kann ich mal kontrollieren, ob es hier... Die Tür wäre zu. Ich wollte nur sagen, gleich mal kontrollieren, ob hier schon Spuren sind einer... Ja, theoretisch hier. Könnte sein, dass ich hier schon mal war. Ich glaube, dem ist auch so. In der Tat. Ich glaube, da war ich echt schon mal. Seegleiterfragment. Schaut ganz so aus. Dann brauche ich mich hier nicht weiter aufzuhalten. Weil verdächtig ist hier irgendwie auch nichts. Naja, doch. Die hier, eventuell das da. Aber das schaut nur so komisch aus, weil es so weit im Sand dran ist. Aber sonst... Schaut hier nach nichts aus. Okay. Wieder ein Reinfall. Tja. Servus. Gut. Das hier war auch nicht richtig. So. Vielleicht muss ich dann wirklich weiter nach außen. Was haben wir denn da? Ach, Zyklopmaschinenfragment. Okay. Das hatten wir eh schon. Blub, blub. Habe ich mich schon wieder zu früh gefreut. Ich habe mir zwar gedacht, das kommt mir bekannt vor, aber es könnte ja sein, dass es vielleicht doch noch was anderes ist. Nein. Nein, nein und nochmals nein. So. Oh, wo sind wir denn hier? Da ist nochmal so ein Zyklop-Maschinenteil. Mal ein Zyklop-Maschinenteil. Allerhand Zeug-Dingens. Schalt das Licht aus. Brückenfragment. Das wollte ich haben. Seemotte. Ich glaube, sie lebt noch. Versorgungskiste, alter Scheiße. Ich bin voll, ich habe keinen Platz mehr. Alter, Hilfe. Mami, bist du das? So. Bitte nach Hause. Du Mistviech. Ah, ich wollte sagen, wir haben etwas für einen Zyklopen gefunden. Ich trau mich da gar nicht mehr raus, ey. Ist er weg? Oh Gott. Ich trau mich da schon gar nicht mehr raus, erst. Naja. Warum? Was will dieses Scheusal von mir? Kann das Viech nicht verrecken? Ich meine... Bitte? Das ist mein bester Schutz, den ich habe. Ich werde ihn versuchen umzubringen. Jawohl.
Nach 300-400 Hieben wird es bestimmt gelingen. 34 Meter ist die Seemotte weg. Komm her! Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Haust du jetzt ab? Ich verpasse noch mal eine. Ist kein Problem. Kommt er wieder, dieser Mistfink? Wow. Meine Seemotte ist hin. Okay. Das ist mehr wie schlecht. Der hat meine Seemotte getötet. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr witzig. Das ist regelrecht scheiße. Ich hänge fest. An was hänge ich denn jetzt bitte fest? Was ist denn das jetzt schon für ein Dreck? Ich krieg eh schon keine Luft mehr. Meine Seemotte ist eh zerstört. Ich werde jetzt nur mal schauen, dass ich hier was zusammensammle. Was noch irgendwie geht. Ich glaube nicht, dass ich das noch überlebe. Okay, ich brauche eine neue Seemotte. Calorie intake recommended. Ich hasse dich, du ekelhaftes Scheißviech. Wie komme ich jetzt nach Hause? Wo ist mein Zuhause? Da drüben? Da drüben. Hä? WTF? Da wollte ich jetzt aber nicht drauf. Super. Was soll denn das jetzt schon wieder hier? Hallo? Wie komme ich denn jetzt bitte in die Aurora rein? Ja, der Wellengang. Gut. Das ist jetzt aber nicht gut. Das heißt, das sind... Oh Gott, ich muss laden. Na, das kann ich nicht stehen lassen. Das sind ja die ganzen Effizienzmodule alles weg jetzt, ne? Oh Gott, ich muss laden. Ihr Lieben, lassen wir es gut sein für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut oder... Habe ich da gerade was dazu gelernt? Erweiterungsdingens. Ich darf das bauen? Schau mal. Seemottensonar. Torpedosystem. Ich mache gar nichts. Ich lade gar einen Dreck neu. Ich baue mir eine neue Seemotte. So schauen wir aus. Wirbeltorpedo. Säure-Torpedo. Oh mein Gott. Seemotten. Tiefmodulstufe 3? Ist es jetzt freigeschaltet worden, weil meine hin worden ist? Oder was? Ist es jetzt ein reiner Zufall? Wurscht. Egal. Einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Leute, wir bauen uns eine neue Seemotte. Ich tue den Teufel. Ich schaue nur mal, dass ich lebend heimkomme. Und im nächsten Part bauen wir uns eine neue Motte mit neuen Mods. Oh, wie geil. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!